Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei SteamWorld Dig. Und ja, wir sind mal wieder an der Oberfläche. Ich habe gerade mal mein Inventar aufgeräumt. Und ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld. Und ich würde sagen, wir leisten uns jetzt mal hier diesen Großtank, damit wir ein bisschen mehr Wasser mit uns rumschleppen können. Nämlich 3 insgesamt. Und das wird gleich aufgefüllt, dann hätte ich das gewusst. Und ja, jetzt... Ja, buddeln wir weiter, würde ich sagen. Alles andere macht ja gerade keinen Sinn. Sprich, weiter auf der Suche nach neuen Materialien, die wir, ja, verkaufen können. genau, also, wir buddeln uns jetzt einfach mal ein bisschen weiter hier in der Richtung. Da waren wir noch gar nicht. Da haben wir auf alle Fälle ein bisschen Silber gefunden. Und, beim letzten Mal waren wir ja in den beiden Höhlen. Oh, Moment, die machen wir jetzt kaputt. So. First things first. Oh, ist da irgendwas drin? Nö, da geht's nur umständlich irgendwo hin. Ja, wir haben die Höhlen gefunden und beziehungsweise nicht gefunden, sondern wir haben die Höhlen besucht und erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen. Und jetzt habe ich immer noch Angst vor diesen Riesenviechern da, aber da sind leider Mineralien, die ich haben möchte. Das heißt, da muss ich mir jetzt irgendwie einen Weg durchsuchen, ohne dass mir irgendwelche Steine auf den Kopf fallen. So, da geht's auf alle Fälle mal lang. Ja, ist schon gut. Oh, das war knapp. Das war etwas knapper, als ich wollte, aber hat funktioniert. So, hier war erstmal nichts. Da können wir uns runterbohren. Da waren wir schon mal. Da haben wir uns, ich erinnere mich, im ziemlichen... Da war es ziemlich dunkel. Da haben wir uns durchgebuddelt. So. Und jetzt sehen wir was. Und solange wir sehen, wollen wir uns da weiter buddeln. Das ist auch was. Bronze. Ist lustig, wie wir uns jetzt hier wirklich schon ganz schön durch... fettes Vieh durchbohren können. Da ist wieder Wasser. Ich fürchte, da müssen wir fast uns nach oben ein bisschen hacken. Okay, das müssen wir doch nochmal hoch. Okay, das ist aber kein Problem. Also wir könnten es auch anders machen, ja klar, aber wir könnten uns da hochballern mit unserem dieses Dampf irgendwas. Aber ich glaube von oben. Oh, 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 oh. Blöde Idee, blöde Idee. Aber da muss ich trotzdem hin. Lalalala. Zack, weg. Okay, okay, okay. Jetzt wird langsam wieder etwas dunkel. Jetzt ist das Vieh unten. Ob das jetzt viel besser ist, weiß ich nicht. Im Zweifel erstmal nein. Okay. Da ist nichts mehr drin. Da habe ich aber was gerade noch gesehen. Und da ist noch mehr. Au! Au! Wer baut denn da sowas hin? Ist doch blöd. Und dann kann ich es abbauen. Das finde ich gut. Dann sind die Dornen nämlich auf einmal nicht mehr da. So. Und jetzt geht mir das Licht schon wieder zur Neige. Ist hier noch irgendwas Lustiges? Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Oh, da war was, aber ich habe keinen Platz mehr. Das merke ich mir auf der Karte jetzt mal, wo wir etwa sind. Ja, ist gut. Das ist mein neuer bester Freund. Immer wenn er vorbeikommt, wenn ich vorbeikomme, dann freut er sich und schießt irgendwelche komischen Sachen nach mir. Wo ist denn mein Teleporter? Also ich bin generell eher so der sparsamere Mensch bei solchen Spielen. Ich gebe ungern Geld aus, weil man weiß ja nie, für was man es braucht. 139, neues Level. Druckhalter?
Zerstörerpicke, okay. Das heißt, wir können wieder viel zu viel Geld ausgeben für Sachen, die wir gerade wahrscheinlich gar nicht brauchen. Die Zerstörerpicke. Plus 1 zu Schaden an Gegnern. Okay. Also Schaden an Gegnern ist ja schon mal nicht schlecht. Ah, und deshalb können wir auch unser Inventar wechseln. Ich verstehe, verstehe, verstehe. Den Doppeltank könnten wir noch ausrüsten. Hätten wir gerade auch das Geld. Druckhalter. Minus 50% weniger Wasserverbrauch bei Dampfsprüngen. Das macht Sinn, glaube ich. Das macht Sinn. Dann können wir nämlich doppelt so viele Sachen kaputt machen. Ich fürchte, das brauchen wir. Die Rüstung können wir eh nicht. Wir können gerade eh nur entweder... die Zerstörerpicke ist auch nicht schlecht, gell? Jetzt bin ich wieder so am Überlegen. Aber ich glaube, ich mache das erstmal. Weil ich das Gefühl habe, dass es richtig ist. Ich habe keine Ahnung, ob es gut war oder nicht, aber das probieren wir jetzt einfach aus. Und jetzt muss ich da zurück, wo wir das Stückchen Mineralien, was weiß ich, liegen haben lassen. Das war irgendwo hier, genau, das war da. Haha, ich sehe es. So, ich vermute, mit der neuen Spitzhacke können wir diese Steine wieder kaputt machen. Da ist schon wieder so ein Dicker. Was ist das? Da sind schon wieder solche Dornen. Ich mag den nicht. Na super, wenn ich jetzt hier... Oh, da sind Dornen, da sind Dornen. Moment, da sind Dornen. Du fällst doch da runter. Machen dir die Dornen was? Das finde ich jetzt interessant. Nein, die Güte, hat er viel Leben. Aber es ist weg. Und ich spring auch noch in die Dornen rein. Sehr klug, Daniel. Sehr, sehr klug. So, Licht. Und jetzt können wir hier ein bisschen... Oh, ich sehe schon wieder solche Blubbel. Finde ich sehr schön. Diese Blubbel. Die machen ganz schön was kaputt. Und unser Inventar ganz schön voll. Aber ich will mich nicht beschweren. Ja, und da kommen wir jetzt wieder nicht hin, oder? Das ist blöd. Immer diese Dinge da am Rand, wo man nicht mehr hinkommt. Das ist nicht so freundlich. Finde ich gar nicht so schön. So tief wollte ich nicht. Ein bisschen Licht. Wir sind schon wieder ganz schön tief. Deutlich tiefer, als ich wollte. So, ich bleibe jetzt erstmal hier und buddel hier weiter. Hier gibt es nämlich auch spannende Sachen, zum Beispiel wieder solche nervigen Viecher. Hurra. So. Tja, schade. Der sich doch fast... Ah, noch einer. Ja. Es wäre toll, wenn die sich da gegenseitig bekriegen würden. Machen wir nicht. Den Gefallen tun sie mir nicht. Und wir nähern uns unserem nächsten Questpunkt. Seht ihr ihn schon auf der Karte? So, natürlich seht ihr ihn auf der Karte. So, mehr Licht. So, und dann müssen wir doch nochmal hoch. Oh Gott, an dem da vorbei. Da gehe ich ganz außen rum. Also ohne meine Zerstörer-Pickaxe mache ich da gar nichts. So, einmal hier runter. Das sind schon wieder Dornen. Die machen wir gleich mal wieder weg. Also buddeln kann man hier viel. Oh, das wollte ich nicht, das wollte ich gar nicht. Erstmal den da. Ah, da ist ja noch einer. Oh mein Gott. Und der hat da jetzt auch noch Sachen fallen lassen. Oh. Jetzt sind beide unten. Yay. Ah, und jetzt kann ich
nichts einsammeln. Also wir sind zumindest, da ist wieder so eine Höhle. Ah! Um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Ich komme gerade an Gegenden, wo ich gar nicht hin wollte. Wie komme ich hier wieder hoch? Das ist die nächste, ist viel bessere Frage. Fall bitte ins Wasser. Bitte fall ins Wasser. Okay. So. Au. Okay, das war jetzt eher ungünstig. Das war ungesund und ungünstig. Gut, dann müssen wir mal wieder hoch zum Teleporter, weil wir haben Geld zum... nicht Geld. Wir wollen Geld. Wir wollen Geld für unsere Materialien. Und der Teleporter ist mittlerweile ganz schön weit oben. Ich bin mir relativ sicher, dass wir bald einen neuen finden. Und wenn nicht, dann müssen wir uns doch mal einen leisten. Wir klettern bis nach oben. Zack. Gut. Verkaufen. Ja, ich habe was Gutes gefunden. 100 hoch. Verdammt viel Geld. Neu 206 haben wir mittlerweile. Was kostet die fette Pickaxe? 250. Okay, dann kriegen wir die beim nächsten Mal. Und wir gehen jetzt wieder runter. Ups, das war ein bisschen viel. Sehr weit unten. Aber macht nichts. Ich finde es sehr gut, dass der so an der Wand entlang schlittert. Dann kriegt er zumindest keinen Fallschaden. Zack. Und da haben wir das. Silber war es, glaube ich, oder? Viele Viecher. Aber hat ja ganz gut funktioniert. Und diese Zacken machen wir weg. Der Typ da ist immer noch da. Dolomit. Und da unten ist die Höhle, wo wir eigentlich hin sollen. Okay, das ist gut. Die heben wir uns aber auf alle Fälle wieder fürs nächste Mal auf. Oh, oh. Und jetzt geht er auch noch kaputt. Also diese bröckligen Steine da, die sind blöd. Da bricht man immer so durch. Ich meine, ist natürlich der Sinn der Sache, aber... ist nicht so schön für mich. So. Du bist auch nervig. Also, da oben ist ja die Höhle, die würde ich sagen, auch schauen wir uns auch beim nächsten Mal an. Dann machen wir wieder so eine Höhlen... Folge. Zack. Dornen müssen weg. Aber kümmern wir uns jetzt erstmal wieder um ein bisschen Geld sammeln und dass wir diese nette Pickaxe haben, weil ich hätte wirklich gerne eine Möglichkeit, diese fetten Viecher kaputt zu machen. So. Jetzt am sinnvollsten da hoch. Na, probieren wir mal unseren Wasserjump aus. Ja, also wir brauchen jetzt nur noch die Hälfte. Das ist wahr, aber die Steine sind trotzdem ziemlich hart. Sprich, so viel haben wir gar nicht gewonnen. So, hier runter. Irgendwo hier war doch was. Deshalb wollte ich doch hier hin, oder? Dachte ich. Hm. Vielleicht auch nicht. Okay. Dann ist da doch weniger los, als ich dachte. Zack, zack, da ist auch nichts mehr. Okay, okay. Da hinten könnte theoretisch noch was sein, aber man sieht gerade nicht so. Na, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Jetzt ist mal das Licht schon wieder aus. Wie weit oben bin ich denn gerade? Erstmal fülle ich mein Wasser auf, das macht sicher Sinn.
Okay, so ein bisschen Wasser bleibt immer übrig. Ja. Gut, das Problem ist, wir haben schon wieder so wenig Licht. Das ist eigentlich gerade das Nervigste. Ja, danke. Schön, dass er mir dann auch noch anzeigt. Aber nachdem... Na, jetzt wollte ich sagen, unser Inventar wieder fast voll ist, aber so voll ist es ja gar nicht. Aber es lohnt sich mit Sicherheit, da mal wieder zurückzugehen. Und weil ich gerade dran denke, machen wir das diesmal hier kaputt, dann ist es, muss ich da nicht mal außen rumlaufen. Und das Wasser können wir dann auch noch nutzen, um uns aufzufüllen. So, dann sind wir voll. Kaufen. Reicht's für die nächste Stufe? Na, noch nicht. Aber reicht's für Geld? Ja, dafür reicht. Jetzt können wir uns diese Picke kaufen. Das machen wir auf alle Fälle. Das ist erstmal das Wichtigste an der ganzen Sache. Und wir haben noch 53 übrig. Dafür können wir uns nichts leisten. Und jetzt auf R1, glaube ich, können wir... Irgendwie dachte ich, kann man das Werkzeug wechseln. Verwenden. Okay. Das ist wohl kein Werkzeug. Also es ist wahrscheinlich irgendwie immer doch noch dieselbe Spitzhacke. Und ich gehe schon wieder nicht durch den Teleporter. Aber jetzt haben wir wieder Licht. Das heißt, wir können wieder runter. Das ist sehr schön. Hm. Nö, also ich habe jetzt keinen großen Unterschied. Ich will mal so einen kaputt machen. Irgendwie. Haha, ich habe einen kaputt gemacht. Und er gibt mir Licht. Toll. Also, wir können sie kaputt machen. Geht sogar. Den machen wir auch noch kaputt. Ach du Liebe. Nein, 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 nein. Also, ja, ich kann sie kaputt machen, aber die nicht. Die wirklich nicht. Wir wollen jetzt erstmal in Ruhe einsam. Kann ich das jetzt kaputt machen? Auch nicht. Dann habe ich den... Irgendwas habe ich jetzt noch nicht kapiert. Zack, zack. Nach unten. Auch einmal nach unten. Das ist ganz praktisch, wenn du nicht buddeln musst. Wenn man nach unten will, sind die Teile praktisch, die selbstständig kaputt gehen. Ansonsten nicht so. Ding, 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 ding. Also da gibt es noch viel zu buddeln. Dolomit. Da ist Wasser. Kann ich da durch? Da komme ich schon durch. Das ist cool, dann haben wir zumindest eine Wasserquelle. Auch schön auf der Karte eingezeichnet. Okay, wir werden die auf alle Fälle kaputt machen müssen irgendwann. Oh, das wollte ich nicht. Also viel tiefer kommen wir jetzt gleich hier nicht mehr. Das heißt, wir brauchen auf alle Fälle, müssen beim nächsten Mal auf alle Fälle in die Höhle gehen. Also sonst kommen wir nicht sonderlich weit. Und apropos Höhle, was ist das? Noch eine Höhle mit einem komischen Schild. Okay. Da kommen wir aber nicht drum rum. Seht ihr? Da, das ist irgendwie eingebaut in diesen fetten Steinen. Sprich, wir brauchen erst eine neue Fähigkeit. Das ist sehr auffällig, wie viele von diesen neuen Steinen da drum herum sind. Ganz kurz aufladen. Okay, ist da irgendwas? Nicht so wirklich. Okay, dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Ob wir da noch was Tolles finden. Außer diesem komischen Typ da. Au. Ein Dorn und er trifft mich. Das, natürlich, natürlich trifft er mich. Okay. Jetzt haben wir gleich wieder ein Lichtproblem. So, einmal da durchbuddeln. Ah, guck mal, da unten sind schon wieder Dornen. Wir haben uns zu dieser Höhle durchgebuddelt. Hätten wir auch schon vorher machen können, aber haben wir nicht.
Zack, jetzt fehlt mir wieder Licht. Finde ich auch nicht so toll. Aber trotzdem buddel ich mich durch. So, ah, jetzt sehen wir ja wieder was. Okay. Wunderbar. Also, dann haben wir das jetzt auch hier abgeschlossen. Der Typ da kraxelt immer noch rum. Und auch ohne Licht sehe ich genug, dass das nicht ausreichen wird. Und ja, das Ende dieser Episode rückt mal wieder näher. Und deshalb würde ich... Huch. Warum bin ich, wie bin ich jetzt hier reingekommen? Okay. Ja, das Ende der Episode rückt mal wieder näher. Und ich würde sagen, ich gehe mal wieder nach oben und verkaufe das ganze Zeug, was ich habe. Und dann schauen wir uns bei dem nächsten Mal eben an, was wir so noch... ja, in den Höhlen finden. Denn das wird uns mit Sicherheit weiterbringen. Und darauf freue ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal waren wir schon in dieser Höhle. Okay, tschüss.